ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸੇਂਤ ਹੁਕਮ ਫਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜ਼ਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਨੂੰ ਵਸ ਹਾਈਸਨ ਦੇ ਦੀ ਆਇਨਸਨ ਵਰਥਾ ਇਮ ਡੋਇਸ਼ਨ ਇਬਜ਼ੈਸਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਹਾਇਸ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਅਜੋ ਇਨ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। Und wahr ist er in dem Sinne, da er für immer existent bleiben wird. Nu heißt also Satguru Sri Guru Granth Sahib Ji Nu. Nu heißt ihn Manana. Heißt so viel wie akzeptieren und zu glauben. Im Deutschen übersetzt heißt es also, glaube und akzeptiere den Guru Granth Sahib Ji als ewigen Guru und höchsten Führer. In jedem Gurdwara, in jeder Sikh-Gemeinde habt ihr sicherlich schon mal nach der Ardas, also nach dem Bittgebet, gehört, dass folgende Panktien rezitiert werden. Sab Sikhanako Hukam Hai Guru Manyo Granth Guru Granth Ji Manyo Paragat Guru Ki Dehin. In der ersten Pankti wird gesagt, alle Sikhs sind dazu angehalten, den Granth als Guru anzunehmen. In der zweiten Pankti Guru Granth Ji Manyo Paragat Guru Ki Dehin. Betrachten Sie den Guru Granth Sahib Ji als Verkörperung des Gurus. Guru Gobind Singh Ji hat es hier sehr eindeutig gemacht, dass der ewige Guru ab jetzt Guru Granth Sahib Ji sein wird und dass die Jod, also das Licht der Gurus von dem Guru, in Guru Granth Sahib Ji verweilen wird. Paragat heißt Erscheinung und Dehe bedeutet Körper. Zusammengefasst lehrt uns Guru Gobind Singh Ji, dass wir Guru Granth Sahib Ji als Verkörperung der 10 Gurus akzeptieren sollten. Also bedeutet dieser Hukum auch, dass es in der Zukunft keinen weiteren Guru in Form eines menschlichen Körpers geben wird, sondern nur Guru Granth Sahib Ji, der ewige Jagat Guru, bleiben wird. Es gibt jedoch auch Gruppen und Sekten, die nach Guru Gobind Singh Ji es weitergeführt haben und andere Personen zum Guru ernannt haben und diese auch anbeten. Dies widerspricht doch dem Hukum von Guru Gobind Singh Ji und ist nicht die Aufgabe eines Sikhs. Die Aufgabe eines Sikhs ist es außerdem, dem Hukum von Guru Gobind Singh Ji und von den anderen Gurus zu befolgen. Jetzt stellt sich auch die Frage, da Guru Granth Sahib Ji in Form eines Buchs vorhanden Paragat ist, ob dies denn überhaupt ein Buch ist. Nein, es ist nicht ein Buch. Guru Gobind Singh Ji hat ja gesagt, Paragat Guru Ki Dehim. Guru Gobind Singh Ji teilte uns Sikhs folgendes mit. Jo mam saath chahe kar baat. Einer, der mit mir kommunizieren will, sagt Guru Gobind Singh Ji. Granth Ji padhe bichare saath. Er kann den Granth Ji lesen, hören und ihn verstehen. Mera roop Granth Ji jaane. Seht den Granth Ji als meine Verkörperung an. Isme bede naranchak maane. Und lasst keine andere Wahrnehmung zu. Die Gurbani lehrt uns auch folgendes. Bani Guru, Guru Hai Bani, Vich Bani Amrit Sare. Bani Guru, das Wort, die Gurbani, ist der Guru selbst. Bani Guru, Guru Hai Bani, Guru Hai Bani heißt, dass der Guru auch selbst die Bani ist. Vich Bani Amrit Sare. In der Gurbani ist das Amrit-Nektar enthalten. Also akzeptiert ein Sikh nur den Guru Granth Sahib Ji als ewigen Guru. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ein Sikh nur Satguru Sri Guru Granth Sahib Ji akzeptiert. Wie setzen wir das aber in der Praxis um? Wenn wir Sri Guru Granth Sahib Ji akzeptieren, dann gehen wir zu niemand anderen hin. Wir gehen nur zu unserem Isht, zu unserer wahren Liebe Sri Guru Granth Sahib Ji hin und machen Mattha Te. Mattha heißt stören. Das heißt wortwörtlich, dass wir vor Guru Granth Sahib Ji stehen und uns dabei verbeugen und unsere Stirn den Boden berührt. Es ist jedoch auch wichtig, dass ein Sikh, wenn er Sri Guru Granth Sahib Ji akzeptiert, versucht ihn zu verstehen. Dabei müssen wir Sri Guru Granth Sahib Ji lesen, müssen Santya nehmen, die Aussprache richtig lernen und dabei die Weisheiten des Gurus versuchen in unserem Leben zu implementieren und auch weiterzugeben. Denn der Hukam ist ja, dass Guru Gobind Singh Ji uns gesagt hat, Satguru Sri Guru Granth Sahib Ji nu manana, und daher versucht ein Sikh auch wirklich nur Guru Granth Sahib Ji zu befolgen.
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Like dazulassen, zu kommentieren und unser Video zu teilen.